Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, an nichts glauben ist ganz schön trostlos. In meiner Kunst ist es viel mehr, Menschen die Tür zu öffnen zu diesem Thema, ohne es aber zu benennen. Ziehen, wenn du Angst hast, zum Arzt zu gehen. So, und auf der Tür steht drauf Zahnarzt, dann gehst du vielleicht nicht rein. Aber wenn da nicht Zahnarzt drauf steht, dann gehst du Gehst du vielleicht rein? rein und dann hast du vielleicht die Chance, ja, deine Zahnschmerzen loszuwerden. Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten. Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast. Heute mal wieder mit Nora von Wider. und ich bin Franziska. Ja, heute mal wieder zu zweit und ich freue mich riesig, weil es irgendwie schon gefühlt, weiß ich nicht, bestimmt gefühlt einen Monat her Eine ist. Ewigkeit, Eine eine absolute Ewigkeit. Ewigkeit. Und ich freue mich und ich bin sogar nervös. Ja, tatsächlich. Das kenne ich gar nicht mehr, aber ja, ich bin ein bisschen nervös. Liegt vielleicht auch am Thema, worüber wir heute sprechen. Aber ich freue mich auch so, so sehr, wieder hier zu sitzen mit dir. Und ich habe es vermisst. Ich habe es wirklich vermisst. Und freue mich einfach heute hier Ja, zu sein. ich mich auch riesig. Wir haben jetzt auch schon uns eingegroovt mit Kakao. Schon leer. Ist schon leer. Und sind nur noch die schönen Tassen von Kakao Misha. Und ja, falls du auch mal den leckeren Kakao ausprobieren willst und auch mal so energetisierende Erfahrung machen möchtest, die Kreativität entfachen möchtest mit Kakao, dann guck mal in den Shownotes, da ist Kakao Misha verlinkt, unser Hauptsponsor, und du bekommst bei deinem Einkauf auch 10%, wenn du den Code WIDER eingibst. Ganz genau. Und damit unterstützt du nicht nur dich, sondern auch Kakao Misha und auch uns. Und ja, dafür danken wir dir. Und bevor es gleich losgeht, auch nochmal, ja, ein riesen Dankeschön an dich da draußen für all deine Unterstützung, für jedes Kommentar, für jedes Feedback, für jeden Like. Und ja, wir wachsen wirklich so, die Community wächst einfach so schön. Und es kommen jeden Tag mehr dazu. Und das ist einfach so schön zu sehen und macht einfach Spaß und motiviert. Und ja, deswegen danke, danke, danke. Ich sage immer alles dreimal. Gracias, muchas Gracias. gracias. Genau. Legen wir jetzt gleich direkt los. Es geht gleich tief. Wir reden heute über deine Kunst, über Spiritualität. Ja, nein, vielleicht. Ab wann, wieso, weshalb. Aber auch so ein bisschen, was nämlich mal ganz, ganz viele interessiert, ist so, wie kommst du so auf die Ideen, was inspiriert dich? Also heute soll wirklich mal viel einfach um deine Kunst gehen. Damit es nicht gleich so direkt ganz deep geht, da habe ich mir so gedacht, das war ja, wer uns jetzt von Anfang an folgt, der weiß vielleicht, dass wir ganz, ganz am Anfang so ein kleines Ritual hatten. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir schon denken, auf was ich hinaus Ja, will. stimmt. Und das haben wir ja irgendwann so, ja, jetzt machen wir es nicht mehr, aber ich dachte mir so heute zur Feier des Tages, weil du auch mal wieder mit dabei bist hier. Nach welcher Farbe fühlst du dich denn gerade? Wie geht es dir, liebe Nora? Ich glaube, es ist ein Violett, aber mehr in die Richtung Rot. Rot ist die Aufregung, glaube ich. Ich bin schon echt ein bisschen aufgeregt. Das ist verrückt. Und das Blau, was ich dazu mische, das ist die Ruhe, die ich mir wünsche. Ja, ich glaube. Und Violett, das ist ja auch die Farbe der Spiritualität. Das ist die Einheit zwischen Yin und Yang und zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Deswegen, ja, passt das, glaube ich, ganz gut. Bei dir? Ja, irgendwie kommt tatsächlich gerade einfach so ein Blau, aber irgendwie auch so mit grünen Sprenkeln drin. Ich weiß gar nicht so richtig warum. Ich glaube, so Blau ist ja immer eher so dieses, also auch weibliche Tiefe, aber auch das, ja, das Weite. Und Grün, vielleicht auch diese Neugierde, dieses,
frische Frühlingserwachen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen gerade so in mir. Ja, es ist echt immer eine schöne Frage, die auch du dir da draußen immer mal wieder stellen kannst. Also ich finde das immer eine schöne, immer so bei sich mal anzukommen, so wie geht's mir eigentlich gerade? So, was ist eigentlich gerade los? Also dafür finde ich das immer voll schön. Ja, und das ist wie mit dem Thema heute. Es ist eigentlich so ein Thema, wo es eigentlich ziemlich schwierig Worte für gibt. Deswegen ist es schon eine Herausforderung, dass wir heute darüber sprechen. Und mit den Gefühlen ist es ja genauso, dass es häufig schwierig ist, das in Worte zu packen. Und deswegen kann man sich einfach mal fragen, ja, welche Farbe hat das? Oder welches Symbol? Wir können uns beim nächsten Mal auch mal fragen, nach welchem Symbol fühlst du dich heute? Nach welchem Tier? Nach welchem Element? Und das ist, glaube ich, letztlich Kunst. Dass die Kunst sichtbar macht, wie wir uns fühlen. Und das ist, ja. Total. Und dann vielleicht auch immer leichter. Es müssen ja deswegen auch nicht immer Worte zu finden sein, sondern manchmal ist es vielleicht auch einfacher, gerade ein Gefühl dafür zu finden. Oder ein Wort oder naja, kein Wort, war ja schwer. Oder eine Farbe. Oder, ja. Ja, und ich, du hast ja auch gerade, also so violett, habe ich gesehen. Du hast da was angeguckt. Und ich finde, also ich blende das auch ein, über welches Bild wir dann immer mal sprechen. Weil wir haben ja ein Bild nämlich von ihr hängen, Ramadasa. Und das ist ja eigentlich so ein, sehr, würde ich sagen, wenn ich mir das Bild so angucke, würde ich in dem Bild schon sehr viel Spiritualität sehen. Das ist hast ein Mantra mit drin verarbeitet, du hast ja so ein bisschen dieses. Ja, so dieses Violett, wie du schon gesagt hast. Was hat dich damals zu diesem Bild inspiriert? Warum das Bild? Es ist echt gut, dass dieses Bild hier steht, merke ich gerade, weil es mir tatsächlich eine Orientierung gibt, auch die richtigen Worte zu finden, wenn ich es jetzt betrachte, weil ich darin tatsächlich auch Spiritualität sehe. Und in vielerlei Hinsicht. Also ich sehe einmal Violett, also diese Farbe, was ich gerade gesagt habe, so diese Symbiose aus männlich und weiblich, Yin und Yang, die Kontraste des Lebens, die Dualität, auf die dieses unsere Welt aufbaut. Und gleichzeitig aber auch das Streben nach etwas Höherem, also so diese Verbindung nach oben, sozusagen die Dualität auch zu überwinden. Und dann habe ich ein Gesicht gemalt, was die Augen schließt, was ich merke, dass ich das immer mehr intuitiv so tue. Manchmal male ich ein neues Bild und male ein Gesicht und denke mir, oh, jetzt malst du wieder die Augen geschlossen. Und denk mir so, du könntest sie auch mal geöffnet malen. Ab und zu mache ich das auch. Aber dann merke ich, nein, es hat einen Grund, warum ich das so malen möchte. Denn für mich in meiner Kunst, in dem Moment, in dem ich das male, verbinde ich mich so sehr nach innen und connecte mich so sehr mit meiner Innenwelt. Und das ist das, was ich leben möchte, auch mit meiner Spiritualität in meinem Leben, diese Verbindung zu meiner Intuition, zu meinem Bauchgefühl, zu meinem inneren Wissen. Und das kann ich am besten, wenn ich die Augen schließe. Und ich merke es jetzt, ich mache in letzter Zeit sehr viel Yoga und das tut mir gerade so gut. Und ich liebe die Momente, in denen ich beim Yoga meine Augen schließe. Und gerade so diese Balanceübung, wenn man die Balance halten soll und dann kommt die Herausforderung, schließe die Augen. Und das ist dann die wahre Magie, ich glaube, sich immer wieder zu verbinden nach innen und von innen nach außen zu leben, das ist für mich Spiritualität, verbunden zu sein mit sich selbst und nicht mit dem Außen. Und ich glaube, das ist das, was häufig missverstanden wird und was auch Religionen missbrauchen, ist halt den Glauben von den Menschen zu nutzen für ihre eigenen Zwecke. Und die Menschen sind dann so orientiert nach außen, sie glauben, sie müssten jetzt, keine Ahnung, wen anbeten und müssten sonst was vollbringen und tun und sind so nach außen gerichtet und vergessen vollkommen, dass die wahre Spiritualität, das, was uns wirklich verbindet mit dem Leben, mit dem Göttlichen, mit der Liebe, mit der Quelle, egal wie wir es nennen wollen, ich nenne es wider, dass das in uns ist. Und
dass es nicht im Außen zu finden ist. Und deswegen male ich so gerne Bilder mit Gesichtern, mit geschlossenen Augen, um immer wieder diese Verbindung zu finden zu uns selbst, zu unserem inneren Wesen, zu unserem Herzen, zu unserer Liebe, zu unserer Ruhe, zu unserer Kraft, zu unserer Quelle. Und ja, und dann hat dieses Bild auch die Erde, also es ist auch ein sehr erdiges Bild mit den Pflanzen und unten mit den Wurzeln. Dann habe ich die Sonne und den Mond mit reingemalt und das Mantra natürlich, was auch für die Verbindung steht zum Kosmos und zur Erde. Und eins meiner Lieblingsmantren. Ja, erstmal soweit zu dem Bild. Ja, voll schön. Auch mit dem Augen zu, was du gesagt hast, ist ja oft so, dass wenn wir oft nur mit den Augen sehen, dann sind wir manchmal auch blind. Da muss ich so ein bisschen an das Buch denken, was du mir mal empfohlen hast, das Herzen hören. Und das ist für mich so dieser, also auch so dieses, mal diese Augen zu schließen und mal andere Dinge wahrzunehmen als das, was wir nur sehen, weil oft tun wir uns nur immer darauf beschränken, was wir sehen und nicht, was wir vielleicht erspüren und fühlen. Und das ist für mich zum Beispiel auch sehr stark diese Spiritualität, also weg von dem Offensichtlichen und hin zu dem, was ja auf den ersten Blick vielleicht nicht zu sehen ist, aber wenn wir die Augen schließen, vielleicht erfühlbar ist so. Und ich finde, du schaffst es einfach mit dem, was du malst, ganz viel zum Ausdruck zu bringen. Also ganz, ganz oft schreiben dir ja auch Leute, sei es auch bei deinem neuesten Bild, die Bärin, was du auch gemalt hast, das ist nicht dein neuestes, aber einer deiner neueren. Das ist ja auch so eine, letztendlich hat ja jedes Bild von dir eine gewisse Ausdruck, was Menschen auch etwas schenkt. Also ich hatte letztens auch ein unglaublich tolles Interview mit einer Frau, die auch gemeint hat, die überlegt sich ganz genau, welche Bilder sie bei sich aufhängt, weil ob unbewusst oder bewusst, diese Bilder machen was mit dir. Und was ich dabei bei dir halt so spannend finde, ist, dass dieses Wort Spiritualität wird heutzutage ja super viel Gebrauch genommen, und ich finde, am Ende muss auch jeder für sich selber entscheiden, was für eine Spiritualität ist. Und das ist bei dir letztendlich ja nie von Anfang an so, du hast es ja nie so genannt. Also du hast dich ja nie hingesetzt und gesagt, boah, jetzt wäre ich spirituelle Künstlerin, oder sondern du hast was zum Ausdruck gebracht und du hast Dinge plötzlich angezogen. Also Menschen, die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, da sehe ich Spiritualität. Also wann war das so das erste Mal, dass so immer mehr die Leute da auf dich zugekommen sind? So seit ein, zwei Jahren, oder das weiß, kann ich jetzt gar nicht so benennen, aber es kam so mit der Zeit, ja. Also ich habe, es wissen ja viele, in Peru habe ich wieder angefangen zu malen, 2016, und damals waren es schon so erste Visionen und Gefühle, die ich dort verarbeitet habe, und das kam alles sehr, sehr stark von innen. Also ich sage oft, diese Bilder, die ich damals in Peru gemalt habe, das sind wahrscheinlich so die ehrlichsten und die authentischsten und tiefgehendsten, obwohl es so simple Bilder waren, wirklich auf Zeitungspapier, relativ klein, aber so aus dem Moment geboren. Und damals, ja, bin ich schon komplett so meinem Inneren gefolgt, und mit der Zeit habe ich mich natürlich auch viel inspirieren lassen von anderen Künstlern. Aber auch da, glaube ich, ziehen wir ja genau das an, was uns auch entspricht und was wir uns auch, was wir auch mit in unsere Kunst mit hineinflechten wollen. Deswegen ist das total schön, sich auch inspirieren zu lassen. Das gehört zum Leben dazu. Und so hat sich meine Kunst peu à peu entwickelt. Und so wie du sagst, ich selber habe nie gesagt, ich male jetzt spirituell oder ich male jetzt Seelenbilder oder gar nicht. Also gar nicht, gar nicht. Und es kam dann viel mehr von außen, dass mir meine Kunstliebhaber gesagt haben, oh, deine Bilder, die sind so spirituell, oder darin sehe ich so viel Seele, das spricht meine Seele an. Oder auch in meinen Online-Kursen hat mir auch mal eine gesagt, dass sie es toll findet, wie ich Malen mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität verbinde. Und da habe ich auch gedacht, krass, also es steht auf keiner Landingpage, in keinem Newsletter. Ich schreibe das nicht,
Wobei jetzt habe ich zum ersten Mal auf meiner Seite einen Text darüber geschrieben, weil ich es auch sehr interessant finde und weil natürlich, wenn andere Menschen das in meiner Kunst sehen, dann kann ich es natürlich auch schreiben. Wobei ich aber trotzdem vorsichtig bin, weil ich da kein Label draufpacken möchte. Weil letztlich ist Spiritualität für jeden etwas anderes. Es kann auch Menschen abschrecken. Ich sehe in Spiritualität etwas Gutes, aber ich glaube, der Kern meiner oder der, die Aufgabe von meiner Kunst ist es vielmehr, Menschen die Tür zu öffnen zu diesem Thema, ohne es aber zu benennen. Weil vielleicht kann man so einen Vergleich ziehen, wenn du Angst hast, zum Arzt zu gehen. Das ist mal vielleicht ein doofes Beispiel, aber es kam mir gerade so und auf der Tür steht drauf Zahnarzt, dann gehst du vielleicht nicht rein. Aber wenn da nicht Zahnarzt draufsteht, dann gehst du Gehst vielleicht rein rein, und ja. dann hast du vielleicht die Chance, ja, deine Zahnschmerzen loszuwerden. Keine Ahnung. Also, ne? Also manchmal ist es das, was wir nicht, wo, manchmal ist es besser, kein Label draufzupacken auf etwas, sondern vielmehr ein Vorbild zu sein. Oder was heißt Vorbild, ist auch ein falsches Wort. Vielmehr zu inspirieren einfach. Und die Menschen neugierig zu machen, das Interesse zu wecken und zu zeigen, hey, da ist etwas, das schlummert auch in mir und das resoniert und irgendwie ist da so eine Antwort vielleicht auf eine Frage, die ich habe. Denn seien wir mal ehrlich, wir alle streben doch nach Antworten und ich bin so aufgewachsen, dass ich gehört habe von meinem Umfeld, dass es keinen Gott gibt, denn die Wissenschaft hat erklärt, dass es keinen Gott gibt und es ist alles belegt und nach dem Tod hört alles auf. Und so bin ich so ein bisschen aufgewachsen, aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, an nichts glauben ist ganz schön trostlos und es ist ganz schön ernüchternd und es ist ganz schön hart, wenn du dir vorstellst, dass nach dem Tod einfach alles aufhört und es ist einfach alles düster und finster und schwarz und es ist einfach vorbei. Und deswegen glaube ich, und das ist das, was 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, keiner hat eine Ahnung, wie es weitergeht. Aber es gibt so viele Menschen, die spüren einfach, dass da etwas ist und die machen sich auf den Weg und die suchen nach Antworten und die machen einfach diese Erfahrung und das, und auf diesem Weg bin ich auch, weil ich einfach merke, dass allein dieses nach etwas Streben, Erfahrungen machen, die unerklärlich sind. Allein das ist heilsam und das ist auch das Streben mit meiner Kunst, herauszufinden, womit ich mich verbinden kann. Und die Momente, wenn ich stundenlang male, wenn ich die Zeit und den Raum vergesse, das sind für mich Erfahrungen, die kann keine Wissenschaft erklären. Und Ja, die schön gesagt. Wissenschaft hat so wenig, und das ist wirklich so, die Wissenschaft hat so wenig Antworten. Und kein Mensch auf diesem Planeten hat wirklich eine Ahnung. Und wir sitzen alle in einem Boot. Und ich finde es aber so schön, an etwas zu glauben. Und ich glaube zum Beispiel an meine Kunst und an Kreativität und an Farben und an Lachen und Freude und Gemeinschaft. Und richte da meinen Fokus hin. Und ich glaube, das ist das, was Kunst kann, das zu vermitteln, diese Neugier und dieses Wunder, denn ich finde, das Leben ist ein Wunder und egal, wie es danach weitergeht, aber dieses Vertrauen zu haben, dass da etwas ist und dass wir mehr sind als das, was im Außen ist, sondern dass wir ja wirklich uns selbst zum Ausdruck bringen können und das, finde ich, ist das größte Wunder, ein Geschenk. Ich habe da letztens so einen schönen Spruch gelesen, der ist so schön, unterstreicht so ein bisschen dieses, das Leben ist das mit der Freude und den Farben, nicht das mit dem Ärger und dem Grau. Das habe ich irgendwie letztens, habe ich so angelacht. Und ich fand das total schön, was du gesagt hast, mit mal nichts auf eine Tür zu schreiben, weil ich glaube, dass wir halt einfach immer in Schubladen denken. Also wenn wir, je nachdem, welche Realität und mit welchen, wem man aufgewachsen ist, kann man jetzt das Wort Spiritualität hören und dann, keine Ahnung, denkt man vielleicht so, ah, okay, Hippie im Wald oder und dann hat man nur dieses eine Bild oder jemand anderes verknüpft es mit was anderem. Und
ich bin da immer sehr, sehr, sehr zweigeteilt. Auf der einen Seite finde ich auch, man muss nicht immer alles betiteln. Und trotzdem finde ich es schön, also so wie du das ja jetzt auch sagst, so ja, ich male auch spirituell, weil ich es auch so wichtig finde, trotzdem auch zu dem zu stehen, an was man glaubt. Also letztens habe ich auch ein Interview geführt und dann habe ich so lange um diesen Begriff herumgeschifft. Ich wollte irgendwie Spiritualität nicht nutzen, weil ich selber, obwohl ich es so sehr ja bin für mich und trotzdem habe ich manchmal auch Angst, wenn ich das jetzt sage, okay, dann denken die Leute vielleicht das und das oder stecken mich jetzt genau in die Schublade. Und ich glaube, das ist immer so, was ich so schade finde, weil das so viel mehr ist. Also, und das hat mir damals auch mein Gegenüber, den ich interviewt habe, total bestätigt, weil er jetzt vielleicht gar nicht so typisch spirituell ausgesehen hat, weil was ist spirituell? Wie sieht man spirituell aus? Und er so, ja, so, ich lebe Spiritualität schon lange. Und das ist so, ja, das ist einfach so, man auch ein Beispiel dafür sein kann, wie das auch aussehen kann. Mhm. Dass es für jeden anders aussehen kann. Und deswegen finde ich es auch so schön und so mutig, dass du auch jetzt darüber auch mal so offen sprichst und das überhaupt mal zum Thema gemacht wird, weil ich auch da wieder glaube, viele denken wieder verschiedene Sachen, viele stecken ganz viel in Schubladen, aber auch mal wirklich mal so zu sagen, okay, so ist es und so kann es auch sein. Ja, und mich würde ja mal super interessieren, bevor wir das ganz am Ende sagen, würde ich das jetzt schon mal fragen, also an die Zuhörer, an die Zuhörerinnen, schreibt doch unbedingt mal in den Kommentaren, ja, wie ihr das seht, also wie ihr Spiritualität seht, ob ihr darüber sprecht, ob das ein Thema ist, was eher, womit ihr noch nicht so viel zu tun habt oder wo ihr vielleicht auch gewisse Glaubenssätze habt oder ob ihr das schon voll lebt. Also schreibt das super gerne, weil das interessiert uns und da würden wir gerne mal einen Raum öffnen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall schreibt uns eure Erfahrungen, eure Meinung dazu. Und da würde mich zum Beispiel auch mal total interessieren, jetzt zum Beispiel dein neuestes Bild, das ist ja da. Getragen. Was würdest du da jetzt sagen? Also ist das für dich auch, hattest du, als du das gemacht hast, würdest du sagen, da hattest du einen spirituellen Gedanken? Oder ist es dieser Gedanke eigentlich nie, wenn du ein Bild erschaffst, dass das jetzt in diese Richtung gehen soll? Machst du immer einfach. Ja. Inspiriert und angetrieben werde ich meistens von einem Gefühl, von einer Situation, von einer Inspiration. In dem Fall war es tatsächlich ein Podcast, den ich gehört habe. Mhm. Hotel Matze hat gesprochen mit der Schriftstellerin von dem Buch, was man von hier aus sehen kann. Vielleicht kennst du das Buch oder auch den Film. Und ja, in einem Moment trägt die Großmutter ihre Enkelin durch den Film in ganz vielen Szenen, weil das kleine Mädchen ihren besten Freund verloren hat. Und die Schriftstellerin ist auf die Idee gekommen, dieses Bild zu vermitteln, dass die Großmutter die ganze Zeit ihre Enkelin trägt, obwohl das ja ganz schön im wahren Leben wäre das ganz schön unvorstellbar oder gar nicht möglich, aber für den Film war das okay, das konnte man halt so künstlerisch so darstellen und das hat mich so berührt einfach, diese Vorstellung, dass jemand einträgt, einen durch das Leben trägt, einen unterstützt, einen hält in schwierigen Zeiten und das ist das, was mich inspiriert hat und gleichzeitig habe ich diese Inspiration kombiniert mit einem eigenen Wunsch, den ich habe. Und zwar einen Menschen in mein Leben zu ziehen, oder Menschen, sage ich mal, nicht nur einen Menschen, sondern Menschen generell, die mich tragen können und die ich genauso tragen kann. Also wo man sich gegenseitig trägt, durch schwierige Zeiten, aber auch durch schöne Zeiten, egal wie. Und so diese Verbundenheit. Und da kommt dann wieder dieses Thema Verbundenheit, Mitgefühl, Empathie, Liebe. Und das sind natürlich viele Begriffe, die auch letztlich wieder was mit Spiritualität zu tun haben, aber ohne, dass ich das eben benenne. Und wenn ich dann mit dem Malen beginne und überlege, welche Farben verwende ich jetzt, dann
sind die Farben natürlich auch wieder das, was es unterstreicht, was es ausdrückt, wo ich fühle, dass ich dieser Vision, diesem Gefühl Ausdruck verleihen kann. Und in dem Fall ist es zum Beispiel sehr viel Blau, einfach weil ich Blau in dem Fall mit Leichtigkeit verbinde. Mhm. In dem Fall verbinde ich es mit Leichtigkeit. Farben wirken natürlich immer im Kontext, also wie du sie verwendest, mit welchen anderen Symbolen oder je nachdem. Wenn ich jetzt zum Beispiel blaues Wasser male, ist es klar, dann hat es einen sehr starken Bezug zu dem Wasser. Wenn ich es jetzt in Kombination zu diesem getragenen Bild male, dann hat es eine Wirkung von Leichtigkeit. Wenn ich Blau in einem anderen Kontext verwende, dann hat es wieder eine andere Wirkung. Also es ist immer, es ist ein Spiel. Also die Symbole, die Motive, die Farben, das alles ist ein Spiel. Mhm. Und je nachdem, wie man die Sachen kombiniert, wirken sie dann eben auch. Ja, über Farben haben wir ja auch mal einen richtig schönen Artikel geschrieben. Ja. Ich glaube, es ist sogar auch Farben aus spiritueller Sicht, heißt der genau, Artikel oder die Bedeutung, ja. die, ich Bedeutung, glaub, Bedeutung ja. der Farben aus spiritueller Sicht, genau. Ja. Ja. Können wir mal mit in die Shownotes packen. Ist echt interessant, also genau. Ja, da haben die Farben eine richtige Charakteristik bekommen. ganz noch zu dem Bild. Yeah. In dem Bild, wenn du es auch mal genau beobachtest, da siehst du auch nochmal, also das ist halt das, ich merke, dass ich mich sehr stark hingezogen fühle zu den Kontrasten. Und Kontraste, das ist ja eben auch ein Thema in der Spiritualität im Leben. Also die Kontraste des Lebens, dieses Auf und Ab der Gefühle auch und das, was unsere Erde auch trägt. Also wir werden ja auch quasi getragen durch die Kontraste, durch Nordpol und Südpol. Diese zwei Extreme halten ja die Erde zusammen. So sehe ich das. Also alles, was ich jetzt sage, ist natürlich, das ist aus meinem Gefühl heraus, ne? Und es braucht diese Kontraste, diese Spannung zwischen Plus und Minus, damit Strom entsteht. Es braucht diese Kontraste, um etwas zu halten. Und deswegen arbeite ich sehr stark mit Kontraste. Und in dem Fall von diesem Bild habe ich... Ich gucke nochmal. Genau. Ja, ich muss selber nochmal schauen. Habe ich den Kontrast eingebaut. Also ich habe zwei Schwäne gemalt, die auf den Köpfen drauf sind. Und habe eben den einen weiß und den anderen schwarz gemalt. Und die verbinden sich, also die Hälse, die verbinden sich und in der Mitte ist dann nochmal dieses Auge. Ja, das ist die Symbolik, mit der ich halt spiele und... Kam das Auge spontan? Das Auge... Oder hast du es vorher schon festgelegt, dass du es beim machst? Also beim Zeichnen kam es dann, weil ich einfach gesehen habe, okay, da ist ein Auge. Ja klar, macht sich. Genau, ja. Ja, und... Ja, und so diese Unterschiede, die Frau schließt die Augen, der Mann öffnet sie, also auch dieses einmal dieses nach innen schauen, einmal dieses nach außen schauen, das ist immer diese Unterschiede. Und ja. Ich liebe das ja immer, auch wenn du ja ein neues Bild gemalt hast, und manchmal schickst du es mir ja schon über WhatsApp und dann freue ich mich ja schon immer voll, dich zu sehen. So, ja, erklär mir mal jetzt, was da. Franziska ist mein größter Fan. Ja. Erklär mir mal, was es da jetzt alles auf sich hat und was für eine Geschichte dahinter steckt. Ja. Und weil klar, ich finde es auch erstmal, ich sag dir dann ja erstmal ganz oft, was ich drin sehe, weil es ist ja trotzdem immer so schön, diese Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung. Mhm. Und es ist aber, ich liebe es wirklich, die Bedeutung immer aus der Sicht des Künstlers zu erfahren. Mhm. Also ich finde, es ist so klar, mir ist es auch total wertvoll, was das Bild mit mir macht, was ich drin sehe, und trotzdem ist mein Interesse immer so riesig, so, wow, was hast du dir dabei gedacht? Also was waren die Beweggründe? Warum hast du das jetzt so gemacht? Warum hast du die Farben genommen? Oder was siehst du da drin? Das finde ich so spannend. Also und du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen ein paar Sachen angesprochen in deinem Bild, so also ein bisschen Richtung Symbolik. Mhm. Würdest du sagen, es gibt so ein bisschen, damit wir mal so mehr so in dieses Theoretische kommen, wo du sagst, so, das sind so ein bisschen in deiner Sicht Eigenschaften von spiritueller Kunst. Das sind vielleicht so Hinweise, klingt ein bisschen blöd. Mir fehlt gerade das Wort. Das ja. Ich, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, darüber habe ich auch in dem Text geschrieben. Zunächst einmal
habe ich keine Definition oder auch kein, also ich kann es jetzt nicht in so eine Box packen und sagen, es braucht die und die Symbole oder die und die Farben. Also das definitiv nicht. Für mich ist es, wenn ich ein Kunstwerk sehe, dann spüre ich einfach, ob es für mich was Erhellendes ist, was mich erhebt, was mich verbindet, was mein Herz berührt. Das in diesem Fall würde ich als spirituell nennen. Und wenn ich dann solche Kunstwerke sehe, dann kann ich natürlich so Ähnlichkeiten erkennen oder Dinge, die ich einfach sehe, okay, die scheinen sich zu wiederholen. Und genau, und das könnte sein, zum Beispiel die heilige Geometrie, also symmetrische Bilder. Ich male eigentlich nicht immer symmetrische Bilder, aber sehr häufig erkenne ich das in spiritueller Kunst. Das ist halt diese Ordnung, dieses Streben nach Ordnung. Das ist das eine, was ich häufig sehe, was ich auch super, super schön finde, auch wenn ich selber so nicht immer male. Bei mir ist es mehr organisch. Dann alles, was mich an Träume erinnert, also alles, was so Traumsymboliken hat, Traumfarben, das geht so für mich auch in die spirituelle Richtung. Alles, was, ja, ich kann es gar nicht, also oftmals sind es natürlich auch so leuchtende Farben, die ich damit in Verbindung bringe. Aber viel mehr als jetzt zu definieren, dass es jetzt irgendwelche Symbole sind oder bestimmte Motive. Es ist viel mehr ein Gefühl tatsächlich, viel mehr ein Gefühl. Und es kann auch ein Bild sein, was gar nicht diesen ersten Kriterien entspricht und was für mich dann trotzdem zutiefst spirituell ist, weil ich einfach merke, dass der Künstler in dem Moment, in dem er das Bild gemalt hat, in Verbindung war, in dem Moment, dass er wirklich was angezapft hat, dass etwas durch ihn gewirkt hat, dass er in Ekstase war oder in absoluter Geduld und Hingabe. Wenn ich mir auch so indische Malerei anschaue oder so Mandalas von Künstlern, wo ich einfach sehe, die haben dort auch komplett die Zeit vergessen. Da sind so viele Details drin und so viel Liebe zum Detail, dass ich einfach merke, derjenige hat sich komplett hingegeben, diesem Bild. Das ist kein einfach mal dahingerotztes Kunstwerk, wie wir es ja heutzutage auch oft finden. Und da, wo ich nichts spüre. Da spüre ich einfach nichts. Da kann das noch so hoch gehandelt werden am Kunstmarkt. Da merke ich einfach, ja, keine Ahnung. Merkst du, ja. Ja, und dann begegne ich aber ein Kunstwerk, wo ich einfach merke, da hat sich derjenige so drin vertieft. Und da schwingt das einfach. Da das ist einfach auch eine Energie da. Und ja, aber was mir sonst noch einfällt, ist, ja, Krafttiere können Bestandteil sein. Krafttiere, Motive, die sich mit Mythologie befassen, mit unserem Ursprung, mit unseren Vorfahren, mit alten Traditionen, mit Bräuchen, wie wir in Vergangenheit mit der Erde auch zusammengelebt haben, mit der Natur. Also diese ganze Verbindung, auch diese Rückverbindung, denn ja, das ist auch so ein Thema für sich, wie unsere Vorfahren gelebt haben und wie die Spiritualität natürlich auch gelebt haben, viel mehr als wir heute noch leben. Und das persönlich finde ich auch sehr interessant an Kunst, wenn ich sowas entdecke und einfach sehr, sehr, sehr inspirierend. Und dann fällt mir noch ein, das Thema Alchemie und die Elemente. Ich merke, dass ich mich immer mehr dafür interessiere, für Alchemie und für die ganzen Zusammenhänge, diese 7 hermetischen Gesetze zum Beispiel, also diese Zusammenhänge und woraus ist unser Universum gemacht und wie funktioniert das alles. Also ich generell, ja, wenn ich abends mir noch irgendwas anschaue oder so, dann schaue ich mir häufig Philosophie-Videos an, also wo über philosophische
Konzepte gesprochen wird oder wo philosophische Gedanken geteilt werden. Sowas interessiert mich total. Da merke ich einfach da so eine Resonanz und das fließt dann eben auch alles in meine Kunst mit ein. Einfach weil ich da glaube, da dieser Erkenntnis oder dieser Wahrheitssuche immer mehr ein Stück näher zu kommen und da einfach meine Antworten zu finden und auch in gewisser Hinsicht ja, erfüllt mich das, ja. Das finde ich bei dir auch so schön, also gerade mit deiner Kunst, da gibt es ja nie ein Fertig. Also du folgst einfach mal deiner Inspiration und webst eigentlich wirklich, was ich finde, ist wirklich so, man kann an deinen Bildern so ein bisschen immer sehen, mit was du dich gerade beschäftigst. Also sei es jetzt mit Alchemie, dass du das immer mehr einwebst oder jetzt mit dem Pferd, wo du dann ein Bild mit Pferd gemalt hast und das finde ich so cool, also dass du da wirklich ja, mit offenem, nicht nur mit offenen Augen, sondern mit offenem Geist einfach da durch die Welt gehst und ja, die Dinge mit einwebst, wie du es immer so schön sagst. Das ist ja so ein tolles Wort. Ja. Ja. Ja, meine Kunst, die entwickelt sich genauso, wie ich mich entwickle und das ist, das wird niemals aufhören. Mhm. Und das Wichtigste ist, und ich glaube, das gilt für so viele Sachen, ist die Erfahrung, die wir machen. Für mich zählt weniger das fertige Resultat oder das greifbare Leinwandbild, als die Erfahrung, die ich gemacht habe beim Malen. Denn das ist das, was unsterblich ist, meiner Meinung nach. Diese Erfahrung, die die Seele mitnimmt und die wir mit, wenn du daran glauben möchtest, die wir mit in ein nächstes Leben nehmen oder mit in einen in einen neuen Seinzustand, dass das eben unvergänglich ist und dass die Liebe, die wir da reingesteckt haben, dass die unvergänglich ist. Aber die Kunstwerke an sich, die sind vergänglich, ja. Und deswegen fällt es mir auch nicht schwer, Kunst herzugeben, zu verkaufen, zu verschenken oder auch zu übermalen, neu anzufangen. Weil ich mir denke, dass das Physische, das ist das, was wir gut pflegen sollten, was wir gut verwenden sollten, was uns dient, auch die Erfahrung zu machen. Aber es ist nichts, woran wir klammern sollten, weil das ist eben das, was, was vergänglich ist. Und wir kommen mit nichts und wir gehen mit nichts. Und, aber mit was wir gehen, ist eben die Erfahrung, die wir machen. Und, ja. Voll schön gesagt. Und auch so wertvoll, dass du diese Kunst ja auch, oder jeder, der allgemein Kunst auch hergibt, was das für ein Geschenk ist, weil ich sehe es ja selber, wenn ich jetzt mich hier so angucke, ich meine, es ist sehr viel, mir so umgeben, auch immer mit jedem, mit dem ich Interview führe, so, oh, bist du Vollzeit-Künstlerin? So, nein, das sind nicht meine Bilder. aber ich umgebe mich gerne mit ihnen, weil ich finde, es macht was. Also, ich gucke mich immer so gerne hier so um oder auch wenn ich manchmal so eine Arbeitspause mache und ich finde, es ist einfach so, ja, es ist einfach so, irgendwie ist beruhigt, mir gibt es auch Stärke, ich... Allein wenn ich dann immer so die Bären zum Beispiel angucke, dann ist es so, sich so dieses Vertrauen in meine Weiblichkeit oder dieses Getragen. Also es ist irgendwie ganz viel, und das hörst du ja auch viel von den Leuten, die auch deine Kunst ja auch kaufen, dass es einfach mehr ist als einfach ein Bild, was man sich aufhängt. Ja, da könnten wir jetzt mal über Feng Shui sprechen, aber ich glaube, das machen wir mal in einer anderen Folge, weil das ist auch ein schönes Thema. Also ich liebe das, mich mit Wohnkonzepten zu befassen und wie können wir noch kunstvoller und noch inspirierter wohnen? Wie können wir uns ein Wohnambiente schaffen, das uns inspiriert, wo wir uns wohlfühlen, wo einfach eine gute Energie herrscht? Nora ist dein Vollprofi. Da bin ich ja. Oder arbeite ich auch gerade ganz fleißig an etwas für euch? Aber dazu verrate ich jetzt noch nichts. Auf jeden Fall gehört Kunst, lichtvolle Kunst, nennen wir es mal spirituelle Kunst, gehört da tatsächlich auch mit dazu, denn ja, so eine Kunst kann eben das Wohnambiente, die Wohnqualität extrem fördern, wenn du dich umgibst mit Kunst, die dich bestärkt, die dich erinnert, die dich beruhigt, die dir das schenkt, was du gerade brauchst. Ja,
Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die du tun kannst, um dein Wohnambiente zu optimieren. Wie gesagt, hat sehr viel mit, also Feng Shui ist dieses Konzept, darüber können wir ja mal sprechen. Könnt ihr ja mal sagen, ob euch das interessiert. Und ja, und Kunst ist da eben ein Bestandteil, einfach weil es auch farbenfroh ist. Und das gibt uns mehr Energie, Fokus, Kreativität, als jetzt zum Beispiel, wenn du ganz viele Fotos aus der Vergangenheit bei dir zu hängen hast. Es gibt kein richtig und kein falsch, nur kann es sein, dass Fotos, Familienfotos, wie auch immer, dass einen das sehr stark in die Vergangenheit zieht und dass das eigentlich das ist, was man eigentlich nicht möchte, dass man ständig in der Vergangenheit hängt, sondern du möchtest ja präsent sein, du möchtest im Hier und Jetzt sein, um das zu erschaffen, was sich in der Zukunft manifestieren darf. Und dafür brauchst du Präsenz. Und da ist Kunst halt eine super Möglichkeit, um dir das zu schenken und aber auch sich die Erlaubnis zu geben, auch von Kunst zu lösen, die nicht mehr das widerspiegelt, was man vielleicht einst mal gefühlt hat. Weil es kann sein, dass Kunst dir hilft, eine bestimmte Emotion zu verarbeiten. Und wenn du vielleicht sehr traurig bist, dann fühlst du dich hingezogen zu einem melancholischen, traurigen Bild. Das hat alles seinen Platz und seine Berechtigung. Nur kann es sein, dass irgendwann, wenn du dieses Gefühl dann überwinden möchtest, oder nicht überwinden, aber wenn du eben dich weiterentwickelst und dich für Freude und Leichtigkeit entscheidest, dass es dann sehr gut tun kann, sich auch von Kunst zu lösen, die eben eher dieses traurige, melancholische widerspiegelt. Also sich da auch den Freiraum oder die Erlaubnis zu geben, Kunst auch regelmäßig zu wechseln, sich mal wieder neue Bilder zu Hause hinzuhängen. Ja. Schön Genau, gesprochen. ja. Das darf alles in Bewegung sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir auch in unserem Wohnumfeld uns immer wieder verändern können, frischen Wind reinbringen, die Bilder abhängen, neue aufhängen. Ja, ich glaube, das tut, glaube ich, uns einfach gut. Es tut der Seele gut, es tut dem ganzen System einfach gut, immer in Bewegung zu bleiben, damit du einfach merkst, dass du nicht stagnierst. So. Ja, immer Ja, wieder frischen Wind. genau. Ja, das ist mir gerade so eingefallen noch zu dem Thema. Okay, wenn wir jetzt mal so die ganzen Begriffe, über die wir jetzt sehr viel geredet haben und ja auch sehr viel ja, auch von deinem Innersten preisgegeben hast, um jetzt zu so sagen, okay, Spiritualität, Künstlerin, Kunst, was ist jetzt so dein Fazit? Hast du jetzt ein Label für dich oder wie siehst du das jetzt so für dich? Ich glaube, wie ich mich sehe oder wie ich mich fühle und wie ich das natürlich auch nach außen kommuniziere, das ändert sich eh täglich. Und mal bin ich Künstlerin, mal bin ich Malerin, mal bin ich kreativer Freigeist. Vielleicht bin ich morgen auch eine spirituelle Künstlerin und übermorgen schon keine Ahnung was. Deswegen, das ist ständig in Veränderung. Ich habe vielleicht noch Schwierigkeiten, wirklich zu sagen, spirituelle Künstlerin, weil ich einfach weiß, dass es vielleicht in gewisser Weise falsch ankommt bei manchen Menschen. Und das, was ich halt gesagt habe, ich möchte eher meine Kunst für sich sprechen lassen. Schön. Und ich möchte, dass Menschen etwas fühlen in meiner Kunst. Und zwar auch solche Menschen, die vielleicht von Spiritualität eher abgeschreckt sind. Und das ist so ein bisschen, ich habe da auch einen ganz schönen Vergleich mit ich sage immer, meine Kunst ist wie so eine ZIP-Datei. Eine ZIP-Datei, also oftmals verwandelt man ja ganz viele Dateien, ganz viel Inhalt in eine komprimierte ZIP-Datei, einfach weil das so viel Inhalt hat, so viel Bedeutung, da steckt einfach so viel drin. Aber es ist einfach so viel, dass wir es gar nicht verarbeiten können. Das ist einfach, oder dass wir es gar nicht annehmen können. Es ist einfach zu groß, ist einfach zu schwer, zu komplex. Wir können es nicht annehmen. Und deswegen komprimieren wir das. Und ich mache das sozusagen in meiner Kunst. Ich packe das alles in meine Kunst und dadurch ist es leicht und es ist inspirierend und es ist schön. Die Leute sehen das. Und dann geht das, was ich eben gemalt habe, geht dann eben ins Unterbewusstsein.
Also diese ZIP-Datei geht dann ins Unterbewusstsein und wird dann im Unterbewusstsein entpackt. Und dann arbeitet das im Innersten. Ja. Und so sehe ich meine Kunst. Und deswegen brauche ich gar nicht sagen, es ist spirituell oder sonst was. Das sind nur Hüllen. Die Worte, die ganzen Bezeichnungen, das sind nur Hüllen. Hüllen. Und aber das Wesen, das steckt eben in der Kunst. Und damit kann ich viel mehr erreichen, als wenn ich da überall Worte drauf packe. Sondern ich lebe es einfach von innen nach außen. Und die Menschen können dann damit machen, was sie wollen. Oder es wirkt dann einfach, es liegt dann auch nicht mehr an meiner Verantwortung, was dann passiert, sondern es passiert einfach. Und ich kann nur meinen Teil dazu beitragen, Liebe und Kreativität und Hingabe in meine Kunst zu packen, in der Hoffnung, dass es Menschen im Herzen berührt, auch was heilt, natürlich, auch es darf auch heilen. Und transformieren und glücklich machen. Und wenn es wirklich nur dieser Shift ist von eben war ich traurig und jetzt habe ich das Bild gesehen und jetzt ist etwas in mir erblüht oder erhellt, dann habe ich meine Aufgabe schon gemacht. Und das ist so ähnlich wie ein Clown, der zu Menschen geht und deren Gefühle aufnehmen kann und deren Gefühle dann eben durch Freude und Humor und Spaß transformieren kann. In einem Moment, so dieser Shift. Und dafür hat es sich dann schon gelohnt. Und das ist eben auch spirituell, wenn du es schaffst, das Leben anderer Menschen zu erhellen mit dem, was du tust. Vermisst du es manchmal zu sehen, diesen Moment, wenn Menschen das erste Mal deine Kunst erblicken? Diesen Gesichtsausdruck dann zu sehen, so dieses wirklich, wie reagieren die Menschen auf deine Kunst, weil du siehst das ja oft nicht. Die Leute sehen in deinen, auf deiner Website, über Instagram. Würdest du es manchmal dir wünschen, mehr zu sehen? Was da passiert? Ein Anteil von mir ist da noch zögerlich, weil ich natürlich auch da sind natürlich auch gewisse Ängste auch bei mir noch drin, dass ich denke oder vielleicht auch Erwartungen habe. Das ist ja das, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, so dieses vielleicht auch Angst vor der Meinung anderer oder was könnte jetzt jemand sagen. Also ich mag eigentlich, dass ich es erschaffe, rausgebe und das gar nicht so sehe. Ah, okay. Und natürlich, wenn ich jemanden sehe und der dessen Herz aufgeht, natürlich ist es auch schön, aber manchmal bin ich dann auch die schüchterne Künstlerin, die sich dann lieber versteckt und dann lieber das nächste Bild malt und ich gebe es halt raus in die Welt und dann kann es wirken und ja, weiß ich nicht. Ja, spannend. Ja. Das können vielleicht viele Künstler da draußen, Künstlerinnen nachvollziehen. Also dieses doch dann, man zeigt sich halt auch verletzlich mit der Kunst letztlich. Und man macht sich dann doch auch angreifbar, denn es kann ja immer sein, dass jemand was missversteht oder etwas in dem Bild sieht, was man so gar nicht ausdrücken wollte, und dann fühlt man sich vielleicht im ersten Moment getriggert oder angegriffen oder ja, das ist auch eine Kunst, da das nicht persönlich zu nehmen. Ja. Aber genau. Schöne Worte. Auch mit der ZIP-Datei, das ist ja etwas, ich habe bis heute irgendwie noch nicht so den Sinn von dieser ZIP-Datei verstanden. Das ist ja immer so, Nora ist ja immer voll der Profi, so in, die baut so, wenn sie einen schlechten Tag hat, dann baut sie Webseiten, um sich aufzuhellen, so. Und ich denke mir immer so, Ja, das ist etwas, wo ich nicht mehr so viel nachdenken muss, sondern da klicke ich mich da einfach nur durch. Ich schreibe lieber eine Bachelorarbeit. Wenn du schlecht drauf bist? Statt Webseiten bauen oder so. Du fuchst dich da in so Sachen rein und du hast da so voll das Verständnis dafür bekommen und ich merke immer so, auch ZIP-Datei, ich hab das irgendwie, die ist genauso groß davor doch wie die andere auch. Das habe ich noch nicht so verstanden, weil die gleiche Gigabyte-Anzahl ist, aber dachte ich immer, habe ich einmal getestet, aber vielleicht habe ich es auch, egal, tue ich mich jetzt mal nicht hier so weit aus dem Fenster.
Ja, vielleicht kann mich ja der ein oder andere verstehen und ist genau so ein bisschen, was diese Dinge betrifft, nicht so. Aber man kann alles lernen. Das ich weiß noch, vor 8 Jahren, um das mal ganz kurz zu erzählen, kleine Story of my life, wo ich bei einem Vorstellungsgespräch war, noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bei einer Reiseagentur, bei einem Reiseveranstalter, und ich hatte von Internet und Technik überhaupt keine Ahnung, und dann wurde ich gefragt, was ein Plugin ist. Und ich dachte in dem Moment nur an dieses Fenster, was immer wieder auftaucht, wo steht, Plugin ist abgestürzt. Das war das Einzige, was ich wusste, aber ich habe natürlich in dem Moment nichts gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich nicht weiß. Cool. Ich wurde natürlich nicht angenommen zu diesem Job, Gott sei Dank. Ein wenig später habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann aus intrinsischer Motivation, weil ich auf einmal wusste, was ich wollte, ich wollte Reisebloggerin sein, habe ich dann herausgefunden, was Plugins sind, und habe dann angefangen zu lernen, meine Webseite zu bauen. Also ich glaube, es ist letztlich immer dieses, wenn du weißt, wofür du es tust, dann kannst du dich auch dafür, ja, vielleicht nicht immer begeistern, aber dann zumindest, dann erinnert man sich zumindest, warum man es tut, ja, und dann bringt man irgendwie Energie dafür auf. Ja, schön gesagt. Okay, dann kam jetzt noch ein paar Randinfos dazu, und jetzt würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende, denn ja, wir haben heute eine wundervolle Welt mit spiritueller Kunst geöffnet, sehr viel dazu erzählt, du hast sehr viel preisgegeben von dir. Vielen Dank dafür, für deine Ehrlichkeit. Und ja, für dich da draußen, wir haben jetzt ja immer mal wieder ein paar Bilder eingeblendet. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich würde sowas super gerne auch bei mir hängen haben, ich will mich damit umgeben, ich möchte irgendwie innere Ruhe finden oder Kraft, Zuversicht, was auch immer du gerade brauchst. Ich blende hier einmal Noras Webseite ein, da kannst du letztendlich ja dein Bild dir raussuchen, was resoniert mit dir, und ja, es kommt auch mit perfekter Rahmung und Passepartout, also Nora ist da perfekt ausgestattet. Und ja, du hast ja auch noch was für die Community. Genau, ja, also wenn du dir weiter zu dir nach Hause holen möchtest, dann schenke ich dir 15% auf deine Bestellung. Und dafür gibst du im Warenkorb einfach Kunst und Kakao ein, zusammengeschrieben, Kunst und Kakao. Schreiben wir auch nochmal in die Shownotes. Und genau. Und dann kommen wenige Tage später dein Kunstdruck, dein Lieblingsmotiv oder mehrere, wie du möchtest. Ab 50 Euro kannst du auch noch den Versand sparen. Kommt das Ganze dann fertig gerahmt zu dir nach Hause. Und ist übrigens auch eine wunderschöne Geschenkidee. Also ich habe schon einigen Freundinnen von mir deine Kunst verschenkt. Also immer mit dem Bild, wo ich so voll meine Freundin zum Beispiel gesehen habe. Und das sind Herzensgeschenke. Also ja, die Reaktion hat immer für sich gesprochen. Also ja, große Empfehlung, und du unterstützt einfach die Kunst. Und ja, genau. Ja, so schön. Das war echt so ein schönes Gespräch. Und wie gesagt, ich war vorher aufgeregt, und weil mir eben nicht immer die richtigen Worte kommen, aber ich habe richtig gemerkt, dass ich irgendwie beim Reden, wahrscheinlich war es der Kakao, mich echt krass nach oben verbunden hat. Ich habe einfach so gesprochen, und es fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an. Also genau, wie gesagt, ich kann mich auch an der Stelle nur noch mal wiederholen. Das ist für mich reinste, alles, was ich gesagt habe, es kommt wirklich so von innen, und wir alle empfinden die Dinge anders, sehen die Dinge anders. Also spür einfach mal in dich hinein, was für dich spirituelle Kunst ist, was für dich Spiritualität ist. Lass dich von anderen Menschen inspirieren, aber niemals in die Irre führen, oder auch niemals, wenn du spürst etwas, was dir als spirituell, wenn du spürst, dass dir etwas als spirituell verkauft wird und es resoniert nicht mit dir, einfach weil zu viel Tamtam drum gemacht wird oder zu viele Regeln damit einhergehen oder es muss irgendwie aussehen, dann wende dich davon ab, such deinen persönlichen Weg, das, was für dich richtig ist. Und wenn es in Anführungsstrichen nur die Natur ist, nur der Spaziergang im Wald, dann ist es das Spirituellste, was du tun kannst. Also ich glaube, da gibt es absolut keine Richtlinien. Und lass dich einfach von überall inspirieren. Und
Ja, das ist, kam gerade noch so. Ja, und da auch nochmal ein Appell. Du bist super herzlich eingeladen, mit uns über dieses Thema auch ja, zu diskutieren, zu debattieren. Da ist einfach nur so wichtig, Toleranz, jeder hat eine andere Realität, jeder hat eine andere Meinung und für jeden schaut es anders aus. Und deswegen, ja, wir freuen uns riesig, auch deine Meinung zu lesen. Aber auch hier nochmal den Hinweis, mit dem richtigen Respekt und mit dem Wissen, ja, dass das einfach, es ist da kein richtig oder falsch gibt. So, das ist, finde ich, ganz wichtig. Und ich liebe es auch, neue Meinungen kennenzulernen. Und aber ohne dieses, meins ist die einzige Wahrheit. So, das wollte ich noch mitgeben. Also, weil es einfach auch so ein wichtiges, schönes Thema ist, wo so viel Kraft drin stecken kann. Wenn wir alle respektvoll miteinander umgehen, dann noch umso kraftvoller. Genau. Das zum Abschluss. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Ich freue mich, wenn ich hier wieder sitzen darf. Und ja. Dann gibt es mal wieder so ein Kunst- und Kakao-Update. Oder ja. So, machen wir mal. Ich freue mich aber auch über jedes Interview, über jeden Künstler, der zu Gast ist bei dir. Es ist einfach so schön, das mitzuverfolgen, wie sich das entwickelt. Und richtig, richtig toll und vielfältig einfach. Es bringt einfach ganz viel frischen Wind. Super, wenn schön. Ich mal so sage, die Welt der Kreativität ist so facettenreich, die können wir gar nicht alleine abdecken. Ja, deswegen ist es umso schöner, ganz viele Eindrücke und Geschichten hier einzuladen. Aber ich komme wieder. Sie kommt wieder. Okay, ja. Bis dahin. Okay. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ein wunderbares Wochenende. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Super. Ja. Chapeau. Chapeau.